Der Staat hat kapituliert vor etwa 200 hochaggressiven, gewaltbereiten Afrikanern. Elwang wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem der Staat das staatliche Gewaltmonopol aufgab, weil er den wütenden, verbrecherischen, afrikanischen Mob nicht verärgern wollte, weil der Mob unsere Gesetze nicht respektiert und weil der Mob stärker ist, beziehungsweise man ihn gewähren ließ. Die völlig verantwortungslose, blinde Willkommenskultur macht Deutschland zu einem Land, in dem das archaische Faustrecht ab nun regiert. Wer Migrant ist, brutal, aggressiv oder gewaltbereit, wer sich in Horden zusammenrottet und der Polizei die Stirn bietet, der kann sich durchsetzen. Man möge nur bloß kein ehrlicher Bürger sein, arbeiten gehen, Steuern zahlen und GEZ berappen und dann falsch parken. Oder Sozialversicherungsbeiträge zu spät abführen. Dann trifft uns die volle Härte des Gesetzes. Gesetzestreue Bürger werden also diskriminiert, weil für sie faktisch andere Gesetze gelten als für die Migranten. Was müsste nun passieren? Diese 200 Afrikaner haben kein Recht auf Asyl. Sie dürfen aber auch kein Recht auf ein Asylverfahren haben. Und kein Recht auf Rechtsmittel und auf keine weitere Unterstützung, keinen Cent. Und Sachleistungen nur noch in Abschiedegewahrsam, etwa bis übermorgen. Und dann gehören sie in einen Flieger gesetzt und ausgeflogen. Vorher werden sie bitte erkennungsdienstlich behandelt und unsere Grenze so geschützt, dass ihnen eine erneute Einreise unmöglich ist. Nur das wäre die richtige Antwort. Alles andere ist eine Kapitulation vor der Gewalt.